Highlights, die Höhepunkte der Woche. Das sind unsere Themen. Anmutig. Polina Semjonowa ist der Star am Staatsballett Berlin. Amüsant. Tierstimmen als Handy-Klingeltöne. Anschaulich. Die Londoner City als Freiluftgalerie. Euromax Highlights. Im Studio Corinna Wolters. Und ich begrüße Sie zu den besten Geschichten aus Europa. Wer Ballett in Vollendung sehen will, der sollte hier in Berlin eine Aufführung des Staatsballetts besuchen. Vor allem dann, wenn Polina Semjonowa tanzt, die prima Ballerina. Wie wohl keine andere im Moment vereint die Russin unglaubliches Talent mit Anmut und Ausstrahlung. Und damit hat sie auch einen von Deutschlands erfolgreichsten Musikern überzeugt. Dieses Musikvideo macht sie 2003 berühmt. Polina Semjonowa. Damals ist sie 18. Es sieht so aus, als sei es das natürlichste der Welt, klassisches Ballett und Musik des deutschen Rockstars Herbert Grönemeyer. Eine Tänzerin, die mit wenigen Schritten die Bühne füllt, scheinbar mühelos. Am schönsten sind die emotionalen Momente, wenn ich nicht mehr an Technik, Schrittfolgen oder die Choreografie denke. Wenn da einfach nur noch Gefühle sind. Das liebe ich sehr. Heute ist sie 22 und prima Ballerina am Staatsballett Berlin. Alle großen Rollen hat sie schon getanzt. Es gibt Kinder, die können tanzen, bevor sie laufen lernen. Polina Semjonowa ist 2, als sie beginnt, Plié, Arabesque und Pirouetten zu üben. Meine Großmutter hat sonntags immer Freunde eingeladen, Musik aufgelegt und dann habe ich getanzt. Es war so schön, schon da wusste ich, das will ich. Mit 8 Jahren besteht Polina die Aufnahmeprüfung an der härtesten Ballettschule der Welt, der Akademie des Bolschoi-Theaters in Moskau. Morgens Unterricht, bis in den späten Abend Training. Am Ende des Schuljahres wird entschieden, wer bleiben darf und wer nicht. An ihrem 16. Geburtstag steht sie im Trainingsraum an der Stange, macht Dehnübungen wie jeden Tag und wird entdeckt. Ich war zu Besuch an meiner alten Schule bei meiner Lehrerin an der Bolschoi-Akademie in Moskau. Und natürlich schaute ich auch in ihrer Klasse vorbei. Und da war sie, Polina. Ich dachte nicht darüber nach, dass ich sie vielleicht engagieren könnte. Die Lehrerin sagte, schau nicht immer hin. Aber meine Augen wanderten einfach immer wieder zu ihr. Der berühmte russische Ballettstar macht die Schülerin sofort zur ersten Solotänzerin seiner Kompanie am Berliner Staatsballett. Das gibt es in der Geschichte des Tanzes bis dahin erst einmal, bei Malachow selbst. Solche Bewegungen beherrscht kein menschliches Wesen von Natur aus. Seit 18 Jahren trainiert Polina ihren Körper. Täglich mehrere Stunden. Eine notwendige Qual, um alles so leicht aussehen zu lassen. Eine Garnitur Putzlappen braucht sie pro Vorstellung. Und 2 Paar Schuhe. Danach sind sie weich getanzt und taugen höchstens noch fürs Training. Die Schuhe müssen hart sein und den Fuß festhalten. Egal, ob's wehtut. Oh, der Schmerz sitzt jeden Tag woanders. Mal hier oder hier. Heute im Rücken, morgen in der Wade. Und was tun Sie dagegen? Ich creme mich mit Wärmesalbe ein und versuche es zu vergessen. Polina Semjonowa nimmt auch heute mehrere Stunden täglich Unterricht. Ihre Lehrerin hält die junge Russin für eines der größten Talente der Ballettwelt. Sie erzählt, sie fühlt die Musik, sie ist sehr musikalisch, für mich eines der größten Talente. Sie kennt ihre Rollen in- und auswendig und hat eine unglaubliche Disziplin. Polina Semjonowa. Wenn man ihr zuschaut, scheint alles möglich.
Es ist, als könnten auch wir schweben. Für einen Moment. Wie sie. Egal, wo Sie gerade sind, es kann Ihnen bald immer öfter passieren, dass direkt hinter oder neben Ihnen plötzlich ein Wolf losheult oder ein Hirsch röhrt. Auch wenn Sie mitten in der Stadt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar besonders groß. Denn tierische Klingeltöne fürs Handy sind der neueste Schrei. Wir haben hier in Berlin den Mann getroffen, der dafür verantwortlich ist. Karl-Heinz frommelt bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Er lauscht Tierstimmen. Der Forscher der Humboldt-Universität Berlin entspannt am besten, wenn es um ihn herum richtig laut wird. Affengeschrei? Für ihn ein Genuss. Auch vor Wölfen hat er keine Angst. Dieser hier ist nämlich ganz zahm. Angefangen hat es eigentlich nicht mit Klingeltönen, angefangen hat es mit der Arbeit für den Brockhaus-Verlag. Wir hatten ca. 1600 Aufnahmen für die Brockhaus-Enzyklopädie, also für die Jubiläumsaufnahme, zur Verfügung gestellt und damit auch die Digitalisierung unserer Sammlung vorangetrieben. Im Internet bietet das Archiv mittlerweile mehr als 200 Handytöne zum Runterladen an. Jeden Tag registrieren sich 50 neue Nutzer auf der Seite. Monatlich liegt der Umsatz bei rund 10.000 Euro, von denen die Hälfte dem Archiv zugutekommt. Die Bedienung ist einfach. Ein paar Klicks und schon trompetet das Mobiltelefon. Und was sagt der Handynutzer dazu? Ja, ungewöhnlich, aber lustig auch. Ach ja. Doch, könnte ich mir vorstellen. Der Wolf. Ja, könnte ich mir vorstellen. Nicht unbedingt, weil es ja oft klingelt, würde mich das, glaube ich, nerven, aber ich finde ihn so ganz niedlich. Und was sagt so ein Klingelton über den Handybesitzer aus? Man packt auch Dinge auf sein Handy oder versucht sich auch in der Öffentlichkeit mit dem Handy so zu zeigen, dass es auch etwas von der Person preisgibt. Und wenn ich auf meinem Handy oder wenn mein Handyton die Stimme von Knut ist, dann sagt das schon etwas über mich aus oder die Stimme eines Elefanten etc. etc. Im Tierstimmenarchiv lagern über 120.000 verschiedene Tierstimmenaufnahmen. Wie viele genau, weiß selbst der Kurator nicht. Nach und nach werden die alten Bände digitalisiert und damit internettauglich gemacht. Bei dieser Arbeit stößt Karl-Heinz Frommold immer wieder auf Kurioses. Ja, das waren jetzt Laute eines Maulwurfs. Es war eher eine untypische Situation. Der Maulwurf, der hat versucht, sich einzugraben, aber er befand sich auf einem harten Substrat und konnte sich nicht eingraben. Und dabei wurden diese Laute erzeugt. Auf Stimmenfangen geht Karl-Heinz Frommold am liebsten in der freien Wildbahn. Wenn es schnell gehen soll, auch mal in den Berliner Zoo. Nicht immer wollen die Tiere so, wie er will. So würden wir das jetzt als Klingelton nehmen, hätten wir das schmatzende Kamel. Das Blubbern der Fische einzufangen, das ist der Traum von Karl-Heinz Frommold. Ja, auch Fische haben eine Stimme. Eigene Unterwasseraufnahmen sind daher eines seiner nächsten Projekte. Noch fehlt die nötige Ausrüstung. Finanzieren will er sie mit den Einnahmen auf der Internetseite für Klingeltöne. Karl-Heinz Frommold. Ein Sammler, der mit der Zeit geht. Er hat große Werbekampagnen fotografiert, für Hochglanzmagazine und Filmproduktionen gearbeitet. Islands Starfotograf Friedrik Örn. Doch von Lifestyle und Glamour hat er erstmal genug. Stattdessen ist seine Heimat Island nun sein liebstes Motiv. Und auch das macht Friedrik Örn wieder richtig erfolgreich. Seine Bilder von den zahlreichen Leuchttürmen der Insel waren schon in einer großen Ausstellung zu sehen. Sein neuer Bildband über Island erscheint nächstes Jahr. Friedrik Örn in der Bucht vor Reykjavik. Das Licht ist gut. Der Fotograf fährt jetzt fast jeden Abend hinaus auf den Atlantik.
immer auf der Suche nach dem typisch Isländischen, dem, was ihn an seiner Heimat so fasziniert. Man ist nur 5 Minuten vom Zentrum Reykjaviks entfernt und schon völlig allein. Das ist wunderbar. Aber zum Alleinsein ist er heute nicht auf dem Meer. Der 37-Jährige fotografiert für sein aktuelles Projekt Schiffe der Hochseefischer, sogenannte Fischtrawler. Fischfang ist seit jeher ein bedeutender Wirtschaftszweig in Island. Mit Vorliebe arbeitet Friedrik Örn an solchen Themen. Vorbei die Zeit, in der er als gefragter Werbefotograf von Auftrag zu Auftrag hetzte. Ein Unfall vor 4 Jahren. Er überlebte einen Sturz in eine 8 Meter tiefe Gletscherspalte, hat ihn zum Umdenken bewogen. Ich mache jetzt diese Arbeit entspannter. Wenn was anliegt, tue ich es. Also momentan nutze ich jede Gelegenheit, um Fischtrawler zu fotografieren. Jetzt arbeitet Friedrik Örn meist nur noch an Themen, die ihm am Herzen liegen. Zum Beispiel die Leuchttürme in Island. 133 gibt es davon. Er hat sie fast alle fotografiert. So auch den Leuchtturm von Grotta, unmittelbar vor Reykjavik. 3 Jahre lang war Friedrik Örn für dieses Projekt auf der ganzen Insel unterwegs. Die Leuchtturmausstellung hat ihn in seiner Heimat als Kunstfotograf bekannt gemacht. Das ganz Besondere der Leuchttürme in Island ist, dass sie fast alle aus Beton sind. In anderen Ländern sind es meist Stahlkonstruktionen oder sie sind gemauert. Aber unsere isländischen aus Beton sind äußerst stabil und man kann die Leuchttürme sehr unterschiedlich gestalten. Mitten im Hafen und neu eröffnet die eigene Fotogalerie. Jell heißt Hagel, eine Referenz an die ehemalige Funktion des Gebäudes. Dies hier ist ein traumhafter Platz für mich. Ich mag solche alten Gebäude. Dieses war mal ein Kühlhaus. Hier kann man die Schienen sehen. Der Fisch wurde in Wagen transportiert und hier gesalzen. Dieses ist eines der letzten Gebäude dieser Art, die in Island noch erhalten geblieben sind. In Blickweite der Galerie, der Leuchtturm von Grotta. 3 Minuten Autofahrt und schon ist Friedrik Örn am Wasser. Der Fotograf schätzt es sehr, hier alles so nah beieinander zu haben. Spontaneität statt Termindruck, Alleingang statt aufwendiges Setting. Friedrik Örn hat zu einem Arbeitsstil gefunden, der sehr der isländischen Art entspricht. Sich mit dem zu arrangieren, was die Natur vorgibt. Die Sommerferien sind in vollem Gange und fast egal, wo man hinreist, die Fremdenführer sind schon da. Hilfsbereit und ortskundig erklären sie einem die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Hier in der deutschen Hauptstadt zum Beispiel das Brandenburger Tor, das Reichstagsgebäude oder den Checkpoint Charlie. Es gibt aber einen Ort, da hätten wir so einen Service nie vermutet. Dabei wird er gerade dort besonders geschätzt. Das Kaufhaus des Westens. Shoppen auf einer Fläche von über 7 Fußballfeldern. Auf 8 Etagen erwarten den Kunden 380.000 Artikel. 380.000 Möglichkeiten, sein Geld auszugeben. Da könnte man leicht die Orientierung verlieren. Gäbe es nicht ihn. Herzlich willkommen an dem KDW, liebe Gäste, mein Name ist Reynolds. Richard Reynolds. Seit 8 Jahren ist er Fremdenführer im Kaufhaus des Westens. Sein Name und sein leichter Akzent verraten es. Er ist gebürtiger Brite. Täglich gibt er 1 bis 2 Führungen durchs KDW. Für den 58-Jährigen ein Traumjob. Das ist schon sehr schön, mit dem Haus verbunden zu sein. Man ist sehr stolz, dass man das Vertrauen des Hauses genießt. Und man möchte natürlich auch demnach seine Arbeit richtig machen. Dass auch dann die Gäste, die hierher kommen, auch das Gefühl haben, dass sie was Besonderes erleben. Richard Reynolds ist ein Vollblutfremdenführer. Neben dem Kaufhaus des Westens führt er noch Touristen durchs Berliner Kanzleramt oder gleich quer durch die Stadt. Bei seiner Tour gibt's neben Fakten und Anekdoten aus 100 Jahren KDW-Geschichte auch noch Tipps für Schnäppchen.
Da muss man aufpassen, nicht? Da, wenn Sie die Jacke haben wollen, dann müssen Sie regelmäßig kaufen, sonst ist die weg, nicht? Dann, wenn die anfangen herabzusetzen, dann gucken viele, nicht? Nach 8 Jahren als Fremdenführer in Deutschlands bekanntestem Shoppingparadies weiß Richard Reynolds genau, was die Augen seiner Kundschaft zum Leuchten bringt. Es bestätigt sich so manches Klischee. Das sind natürlich Artikel, die sehr gerne Japaner kaufen. Ja, Japaner denken wahrscheinlich, wir trinken alle Bier aus solchen Apparaten. Aus den Niederlanden haben sich die Dessous-Fachverkäuferinnen zur Führung angemeldet. Die Gruppe steuert zielstrebig in die exquisite Unterwäscheabteilung. Und das mit dem doch sehr korrekten Briten Richard Reynolds. Ich komme eher selten in diese Abteilung, weil ich mich gar nicht so sehr auskenne. Also wenn spezielle Fragen gestellt werden über BHs oder Unterwäsche, da muss ich immer dann eine Dame aus der Abteilung ranholen. In der Gourmet-Etage fühlt er sich schon deutlich wohler. Die Feinkostabteilung des KDW ist die größte Europas mit allein 500 Mitarbeitern und der krönende Abschluss jeder Führung. Richard Reynolds organisiert seiner Reisegruppe eine Austernverköstigung. Ich war doch schwer beeindruckt über die ein oder andere Zahl. Also die Größe von 60.000 Quadratmetern, die Anzahl der Mitarbeiter, irre, absolut irre. Also war sehr informativ und hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich fand, so wie er das gemacht hat, wir waren jetzt eine Stunde unterwegs. Sehr gut. Richard Reynolds freut sich über seinen Applaus. Doch die Zeit drängt. Die nächste Reisegruppe wartet schon wieder am Eingang. Tagsüber baden und am Strand liegen, abends große Stars auf der Bühne erleben. Das ist der besondere Reiz des Jazzfestivals in Juin-les-Pins. Ein kleiner Badeort an der Côte d'Azur, der jedes Jahr im Juli zur großen Bühne wird. Ray Charles, Louis Armstrong und Miles Davis sind hier schon aufgetreten. Und auch in diesem Jahr sind wieder große Namen mit dabei. What did you say? I know I saw you say. Musik für heiße Sommerabende. Norah Jones zum ersten Mal beim Jazzfestival in Juin-les-Pins. Seit Wochen ist ihr Konzert bereits ausverkauft. Ein Festival unter freiem Himmel. Mit Stars und magischen Momenten. Einmal wurden die Heuschrecken in den Pinien wach und zirpten direkt vor den Lautsprechern. Das war bei Ella Fitzgerald. Und Ella improvisierte einen Blues mit ihnen. Sie sang: Was macht ihr denn hier? Ich singe doch hier. Habe ich denn nicht das Recht, mich hier verständlich zu machen? Das gibt es auf einer Platte zu hören. Das war eines der Wunder in der Geschichte des Jazzgesangs. Die Bühne direkt am Strand des Mittelmeers. Wassertemperatur 24 Grad. 300 Sonnentage im Jahr. Ab nachmittags, wenn es kühler wird, ist Jazz-Time in Juin-les-Pins. Jazz auf den Straßen und in den Parks. Gratis. Das Stanford Jazz Orchestra mit Special Guest John Faddis aus Chicago. Das ganze Ambiente hier ist wundervoll. Man hat den Strand, dann gibt es Restaurants mit leckerem Essen. Und die Leute hier sind alle so nett. Es ist dieses ganze Drumherum. Das macht es zu so etwas Besonderem, hier zu spielen. Viele amerikanische Jazzmusiker reisen extra nach Juin-les-Pins. Swing Parade in der Einkaufsstraße mit der Oscar Washingtons New Wave Brass Band aus New Orleans. Abends beginnt das kostenpflichtige Hauptprogramm. Jazz in all seiner Vielfalt. Vor 43 Jahren, als das Festival begann, war Jazz nichts für ein großes Publikum. Heute stehen die Fans Schlange. Der amerikanische Jazzstar Ricky Ford und seine Band improvisieren Free Jazz für eingefleischte Jazzfans. Eine Hommage an den berühmten John Coltrane, der vor 40 Jahren starb.
Der Saxophonist gab hier einst ein legendäres Konzert. Coltranes Musik ist etwas ganz Besonderes für uns. Wir hätten nie gedacht, dass wir seine Musik so spielen können, wie es uns heute Abend gelungen ist. Das war eine große Herausforderung für uns. Sind Sie glücklich heute Abend? Ja, sehr. Ganz anders der Sound des mehrfachen Grammy-Gewinners Roy Hargrove. Es ist wirklich wichtig, wieder Schönheit zurück in die Musik zu bringen. Ich verstehe, dass man als Musiker sich selbst verwirklichen muss. Aber es kommt der Moment, wo man sich klar machen muss, dass man für ein Publikum spielt, das man erreichen muss mit seiner Musik. Auch nach Programmende geht's weiter. Jam Sessions, spontane Jazzkonzerte bis zum frühen Morgen. Jazz satt. In Juin, Le Pin. Im Urlaub gehört ein Museumsbesuch für viele zum Pflichtprogramm. Zu Hause ist es manchmal Jahre her, dass man zuletzt mal in einer Ausstellung war. Nur von Touristen allein können viele Kulturinstitutionen aber nicht leben. Und darum hat sich ein Museum in der britischen Hauptstadt London jetzt eine ungewöhnliche Aktion ausgedacht. London, eine 7-Millionen-Metropole. Modern, schnelllebig, dynamisch. Und da, mitten im Getümmel der Stadt, thront ganz erhaben Madame Pompadour an einer Eckwand. Sieht aus wie echt. Oder etwa doch nicht. Ein paar Straßen weiter, eine Überraschung in einer dunklen Gasse. Ein Kunstwerk an der Hauswand. Statt eintöniger Backsteinfassade, farbenkräftige Naturimpressionen von Monet. Das soll Anreiz zum Innehalten, zum Schauen und zum Staunen schaffen. Eine Idee der National Gallery in London. 44 hochwertige Reproduktionen von Gemälden aus ihren Beständen wurden dafür im belebten Herzen der britischen Hauptstadt verteilt, um mehr Interesse für Kunst zu wecken, vor allem bei den Londonern selbst. Das ist eine brillante Idee, viel besser als diese Bilder im Museum zu verstecken. Kids gehen nicht in Gemäldegalerien, also muss die Kunst zu den Kids kommen. Das ist eine wunderschöne Idee, die perfekte Art, den Menschen Kunst zu zeigen. Und wahrscheinlich werden sie dann auch ins Museum gehen. Doch welches Bild kommt an welche Wand? Die National Gallery wollte für jedes Werk die perfekte Ecke finden, wo die Wand als Hintergrund und die Umgebung mit dem Thema des Gemäldes korrespondieren. Kontraste. Caravaggios Interpretation der verführerischen Salome mit dem Kopf Johannes des Täufers hängt. Neben einem Sexshop. Dieses Bild zieht die meisten Besucher an. Von mehr Besuchern träumt auch die National Gallery. 5 Millionen kommen jedes Jahr. Und obwohl der Eintritt frei ist, ist nur jeder Dritte davon Londoner. Das will das Kunstmuseum mit seiner Aktion ändern. Wir möchten das Leben der Menschen mit diesen wunderschönen Gemälden unterbrechen, indem wir die Kunst an völlig unerwarteten Plätzen ausstellen. Die Menschen sollen dadurch plötzlich mit etwas völlig Neuem und Unbekanntem konfrontiert werden. Täglich Dutzende Rückmeldungen faszinierter Passanten und bereits über 1 Million Klicks auf der Homepage meldet die National Gallery. Dabei spielt auch die Qualität der Drucke eine Rolle. Wir hören fantastische Geschichten von Leuten, die an den Bildern vorbeikommen und völlig erstaunt sind. Sie sind es nicht gewohnt, so etwas auf der Straße zu sehen. Einige kratzen sogar an der Bildoberfläche, um zu sehen, ob sie echt sind. Ein großes Kompliment. Kopien, die aussehen wie Originale. Gedruckt wurden sie von einer Partnerfirma des Museums. Kostenlos, wasserfest und geschützt vor Sonneneinstrahlung. Nur vor Diebstahl ist die neue Londoner Straßenkunst nicht sicher. 2 Duplikate sind bisher über Nacht von der Wand verschwunden, wurden jedoch prompt ersetzt. So steht die Einladung weiterhin, sich statt der Reproduktion das Original anzuschauen. Oder umgekehrt. Und
bald sollen die Drucke sogar auf Tour durch Großbritannien und Rest Europa gehen. Denn wenn die Menschen nicht zur Kunst kommen... Ja, und ich hoffe, wir dürfen bald auch wieder zu Ihnen kommen mit der nächsten Euromax-Ausgabe. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.